Der Berner Sennhund ist ein Riesenschatz, total gutmütig und super zuverlässig. Welcher liebevolle Charakter hinter seinen Muskelbergen steckt und was ihr beim Zusammenleben mit diesem großen Hund beachten müsst, das erfahrt ihr jetzt. Forscherinnen und Forscher vermuten, dass der Ursprung der sanften Riesen bei den Hunderassen Molosser und Mastiff liegt, die von den Römern über die Alpen mitgebracht wurden. Jedenfalls lebten die direkten Vorfahren des Berner Sennenhundes in der Schweiz als Bauernhofhunde. Die kräftigen Vierbeiner übernahmen viele Aufgaben wie das Ziehen von Milchkarren oder Schlitten. Ein Wirtshaus in dem Ort Dürrenbach gilt als Ausgangspunkt für die heutige Rasse. Dort lebten die noch unbekannten dreifarbigen Hunde und erregten die Aufmerksamkeit von Reisenden. Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Rasse dann systematisch gezüchtet und schließlich auch auf deutschen Hundeschauen präsentiert, wo die Hunde viele Fans fanden. Mit den festen Rassestandards etablierte sich der Name Berner Sennenhund und dadurch wurde auch die Verwandtschaft zu anderen Schweizer Sennenhundrassen deutlich. Der Berner Sennenhund hat stämmige Gliedmaßen mit einer starken Muskulatur, er ist dabei aber trotzdem beweglich. Rüden werden zwischen 64 bis 70 cm hoch und bis zu 50 Kilo schwer. Hündinnen bleiben mit 59 bis 66 cm und maximal 40 Kilo etwas darunter. Das Gesicht mit mandelförmigen dunkelbraunen Augen und die großen, hoch angesetzten Hängeohren geben dem Berner einen super lieben und freundlichen Ausdruck. Charakteristisch ist auch sein üppiges, dreifarbiges Fell. Es ist lang und gewellt und es liegt wie ein dicker schwarzer Mantel über Rumpf, Hals, Kopf und Rute. An den Backen gibt es eine braunrote Brandfärbung, Kopf und Brust sind weiß. Weiße Pfoten und eine weiße Rutenspitze sind erwünscht. Sein großes, kuscheliges Äußeres gibt schon einen Hinweis auf seinen Charakter. Der Berner Sennenhund ist ein gemütlicher, entspannter Typ mit einer sehr hohen Reizschwelle. Er ist sehr selbstsicher und reagiert gelassen auf seine Umwelt. Ab und zu können Vertreter der Rasse aber auch schon mal ein wenig dickköpfig sein, so Richtung dolle 5 Minuten. Dann stehen die Schlappohren auf Durchzug und der Berner wird zum Clown. Das könnt ihr zum Beispiel im Winter erleben, diese Hunde lieben es wie verrückt im Schnee herumzutollen. Da kann man schon mal alles um sich herum vergessen. Die Berner sind aber sehr kluge Tiere, die bei guter Erziehung vorausschauend mitdenken und instinktiv viele gute Entscheidungen treffen. Sie sind treu, loyal und zeigen sich ihrer Familie gegenüber liebevoll und anhänglich. Sie eignen sich auch super als Arbeitshunde. Und sie haben auch einen guten Schutz- und Wachtrieb, allerdings sind sie für den Job als Aufpasser eigentlich viel zu nett. Eindringlinge werden wahrscheinlich mit einem herzlichen Schwanzwedeln begrüßt. Wenn ihr mit so einem großen Hund zusammenlebt, solltet ihr für genügend Auslauf und Bewegung sorgen. Diese Rasse eignet sich daher eher nicht als Stadthund. Da stehen besser ein großer Garten und ausgedehnte Wanderungen im Grün auf dem Programm. Aber obwohl der Berner sehr kräftig ist, ist er kein klassischer Sportler. Joggen und Agility sind zum Beispiel nichts für diesen Riesen. Das schadet nur seinen Knochen. Achtet besonders im Sommer auf genügend Abkühlung und bietet dem Berner ein schattiges Plätzchen. Dieses dichte Fell ist echt nicht ohne. Und auch ziemlich pflegeintensiv. Ihr solltet den Berner 3 bis 4 Mal die Woche bürsten, eigentlich am besten täglich, während des Fellwechsels auf jeden Fall. Wichtig bei dem großen Hund ist auch seine Ernährung, besonders im Welpenalter. Das Futter darf nicht zu proteinreich sein, das könnte im Wachstum Erkrankungen fördern. Als kleinen Appetithappen haben wir ein Video zum Thema Hundefutter für alle Lebenslagen für euch. Auf unserem Kanal gibt es aber noch viel mehr über das Leben mit Hund. Einfach abonnieren, Glocke klicken und auf dem Laufenden bleiben. Wegen ihrer Größe sind die Tiere leider etwas anfällig für Probleme mit Hüften und Ellbögen oder auch Organen. Lasst sie regelmäßig untersuchen, um Probleme frühzeitig zu erkennen. Und dann habt ihr lange Freude an eurem mega kuscheligen Fellfreund. Könntet ihr euch vorstellen, mit diesem großen Hund zusammenzuleben? Oder tut ihr es bereits? Wie hoch ist denn euer Kuschelfaktor? Schreibt es doch mal in die Kommentare, wir freuen uns. Ein Riesenwurf und bis bald!